Grüß euch. Kennt ihr den? So schaut er doch wunderschön aus. Und ist gar nicht so schwer. Ich habe auch die ein oder andere Anleitung angeschaut. Und jetzt zeige ich euch, wie man den nach spätestens ein paar Tagen, wenn man nicht ganz so fleißig ist, bereits ohne Probleme lösen kann, ohne dass man eine Anleitung mehr dafür benötigt. Ich vertausche ihn mal ein bisschen. Da können wir derweil ein bisschen über das Wetter reden. Wir gucken auch gar nicht großartig hin, sondern einfach irgendwelche Wege, damit er ein bisschen verdreht ist. Wichtig ist, er muss einmal korrekt zusammengebaut sein. Also das bedeutet, alle Farben zur richtigen Seite und nicht irgendwann mal zwei Stücke rausnehmen, irgendwo anders hinsetzen. Denn dann ist es unmöglich, diesen Cube zu lösen. So, jetzt können wir loslegen. Ich orientiere mich daran, dass ich eine weiße Seite habe und die gelbe Seite. Die sind gegenüberliegend und für mich ist das hier unten und das ist für mich oben. Da habe ich ein bisschen eine Orientierung und weiß, in welche Richtung ich mich bewegen muss. Als allererstes beginnen wir mit der weißen Seite. Also diese Seite hier muss weiß komplett flächig sein. Aber wie geht das? Grundsätzlich kann ich mal alle so hier hindrehen und irgendwann wird es schon weiß. Aber es soll ja auch richtig passen. Bedeutet, wir beginnen zuerst mit diesen einzelnen Ecken. Man sieht hier zum Beispiel weiß mit rot. Bedeutet, dieses Rot und dieses Weiß muss auf die Seite, wo dieser rote Mittelpunkt ist. Wir drehen den Würfel und sehen, hier ist der rote Mittelpunkt. Hier bedeutet, hier muss das Weiße mit der anderen roten Seite hin. Schauen wir mal, wo haben wir es? Hier haben wir es. Wir drehen den Würfel, gehen rüber und nach oben. Und jetzt sehen wir haben hier weiß-weiß und rot-rot. Das ist schon mal der Anfang. Und so machen wir das jetzt reihum mit allen vieren. Hier sieht man weiß-orange, aber grün. Passt also nicht, bedeutet, dieses hier müssen wir woanders hinbekommen. Wo ist orange? Hier ist orange. Also werden wir das mal auf diese Seite hinbekommen. So, jetzt haben wir schon zwei hier, die richtig sind. Weiß, rot und rot. Orange, weiß, orange und orange. Jetzt gehen wir zum nächsten. Ah, hier sehen wir blau, blau und weiß. Das hier muss hier rüber, dann nach oben drin. Und sehen wir haben jetzt bereits drei von den vieren. Und schauen wir hier, ach, zufällig hier, auch das Grüne hat gepasst. Auch das drehen wir nach oben. Jetzt sehen wir hier mindestens dieses Kreuz und als nächstes orientieren wir uns weiter. Dieses Kreuz hier werden wir jetzt ausbauen auf eine ganze Fläche. Hier haben wir schon eine mitgedreht, bedeutet auch hier weiß, rot, grün. Das bedeutet, das hier muss auch an diese Stelle, weil rot gehört hier diese Seite, grün gehört an diese Seite und weiß auf diese Seite. Suchen wir uns das nächste, was wir haben. Wir nehmen jetzt das hier. Wir sehen hier, das hat Orange und Blau an der Ecke. Bedeutet, wir müssen gucken, wo wollen wir das denn hinhaben. Wir haben einmal Orange und Blau. Das bedeutet, Orange und Blau zeigt uns, an diese Position muss dieses kommen, damit wir hier diese Linie entsprechend ausbauen können. Schauen wir, wo haben wir es denn? So, ich positioniere das im Regelfall hier oben hin, dass es hoch zeigt, drehe einmal vor und wieder zurück und jetzt muss man nur noch, zack, das nach unten drehen. Das müsst ihr ein bisschen üben. Und jetzt sehen wir, orange, orange, blau, blau, weiß, weiß. Machen wir weiter. Hier haben wir grün und orange. Wäre prinzipiell gut, aber das Weiß muss ja hier zeigen. Also schieben wir es nach oben, drehen wieder zurück,
jetzt heben wir es haben. Hier auf dieser Seite und nach unten. Und jetzt sehen wir hier schon grün die komplette Reihe und hier orange die komplette Reihe. Bedeutet, uns fehlt jetzt hier blau, das blaue hier. Und auch hier auf der Seite dann mit dem Rot. Ansonsten haben wir alles, also ist nur noch eins, das sich irgendwo versteckt hat. Und das haben wir jetzt hier. Also wir drehen es wieder hoch und wieder zurück. Und schwupp, haben wir eine komplett schöne weiße Fläche und wir sehen blaue Reihe, rote Reihe, grüne Reihe und orange Reihe. Als nächstes, wir arbeiten uns nach dem Schichtprinzip nach oben, bedeutet weiß nach unten und nach dieser Reihe machen wir jetzt die nächste Reihe fertig. Heißt auch wieder, wir müssen gucken, wir brauchen etwas, das hier grün ist und auf dieser Seite orange. Also bedeutet das mit dem Rot passt nicht. Wir gucken mal, ob wir es direkt finden, ansonsten nehmen wir ein anderes. Jawohl, da haben wir das. Orange und grün und das wollen wir auf diese Seite bringen. Bedeutet, wir drehen es weg, schieben diese Seite hoch, holen es wieder zurück, runter, wieder nach hinten und fertig ist das Ganze. Und jetzt sehen wir orange und grün. Die ausführliche Anleitung, die stelle ich in die Kommentare rein oder in die Beschreibung, denn ich möchte das Rad nicht neu erfinden und möchte diese Erklärung nicht nochmal weiter ausholen. Ich will einfach nur zeigen, dass es auch einfach möglich ist. Ja, wir gucken orange-blau, machen wieder das gleiche Prinzip und haben jetzt hier, man sieht grün, orange und blau sind wir auch schon ziemlich weit. Gucken wir wieder, wir haben blau und rot. Diesmal drehen wir es in die andere Richtung. Und sind wir hier auch schon fast fertig. Jetzt müssen wir noch den letzten suchen. Rot und grün. Drehen wir es mal grün auf grün. Und das rote muss auf diese Seite. Und ja, wie wir sehen, haben wir jetzt bereits die nächsten zwei Reihen hervorragend gelöst. Ob jetzt hier noch ein paar dabei sind, die schon passen, ist nicht so tragisch. Wir wollen jetzt als nächstes die gelbe Fläche fertig machen. Die gelbe Fläche macht man wie folgt fertig. Sieht man jetzt nur so eine Ecke, ist das schon gar nicht schlecht. Die Ecke schräg nach oben zeigen lassen. Und wir machen hier einen sogenannten Balken-Move, wie es bei der Beschreibung heißt. Jetzt habe ich hier in der Mitte so einen Balken. Ich mache das gleiche nochmal. Und jetzt habe ich hier ein Kreuz. Kreuz hört sich super an. Und hier die gelben, hier das Kreuz. Jetzt halte ich das entsprechend und mache jetzt einen sogenannten anderen Move. Ich drehe es einmal weg, hole es zurück, drehe es nochmal weg, drehe es nach oben und drehe es zweimal. Dann habe ich hier etwas, das so ausschaut. Bei dem ist jetzt wichtig, dass man guckt, wo ist das Gelbe an den gegenüberliegenden Ecken. Also bedeutet, wenn ich jetzt hier das so halte, dann sehe ich, da schaut nichts Gelbes zu mir her. Muss ich also drehen. Also diese Spitze muss immer entweder nach rechts unten oder nach links unten zeigen. Aber links unten geht nur, wenn hier was Gelbes ist. Und rechts unten geht auch nur, wenn hier was Gelbes ist. Wir sehen, da ist was Gelbes. Also machen wir diese Bewegung von vorhin nochmal. Und zack, fertig. Schaut doch schon super aus. Alles gelb und die anderen Reihen sind auch alle noch schön vollständig. Ja, jetzt gucken wir mal. Wir haben Glück. Das ist auch die nächste Position, die Mittelpositionen. Entsprechend super hinkommen. Ja,
lassen wir das doch einfach so, machen wir gleich weiter. Denn jetzt ist es so, dass wir jetzt die Ecken hier in die richtige Reihenfolge bekommen wollen. Und wie machen wir das? Ganz einfach, das Gelbe lasst uns, schauen wir zu uns her, so dass das Weiße von uns wegguckt. Ich drehe hoch, zur Seite, drehe wieder hoch, gehe jetzt einmal außen rum, nach unten weg, zurückholen, wieder hoch, zack, und drehe ich das zu mir. Ja, jetzt seht ihr, passt ja immer noch nicht. Recht habt ihr, aber ich drehe jetzt mal und jetzt sehen wir, wir haben bereits eine Ecke geschafft. Diese Ecke passt jetzt sogar. Also diese Ecke nehmen wir, muss jetzt nach links oben zu uns zeigen. Das Gelbe schaut wieder an und jetzt machen wir das, was wir gerade gemacht haben, nochmal. Hoch, weg, hoch, drehen, runter und zurück, wieder hoch, wieder einmal komplett drehen und nach unten. Boah, verlangt uns jetzt alles ab, bedeutet, das hier müssen wir noch einmal machen und dann sollte es passen. Hoch, weg, hoch, drehen, runter, zurück, hoch, einmal drehen und zurückdrehen. Und fertig ist der komplette Würfel. Ihr seht, überhaupt kein Hexenwerk. Es geht aus dem Gedächtnis und wenn man es einfach wieder und wieder und wieder wiederholt, dann ist es gar kein Problem. Viel Spaß beim Würfeln!